Willkommen zur Horst J. Gonzales Show. Wiki 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 wa. Verschissel mein Nissel. Yo homies, Horst J. Gonzales is in the house. Oh 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 oh. You're my limit. Yo bitch, get down, bitch, get down. Get dirty, dirty. Eat my shit. Yeah, eat my shit. Yo, verschissel mein Nissel. Yeah, yeah. Yeah, shake your hips, don't you stop, shake your hips, don't you stop, shake your hips, shake your booty, wah, 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 shake your booty, wah, wah, shake your booty, 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 ooh, get down, bitch, yeah, yeah. Das ist mein Boss, Horst J. Gonzales. Ein Wahnsinnskerl. Der hat's einfach drauf. Und jetzt hat er sogar seine eigene Show. Hallo, liebe Zielgruppe, und herzlich willkommen zu unserer schönen August-Ausgabe der Horst J. Gonzales Show. Und gleich vorweg eine traurige Nachricht: Es wird die letzte Sendung sein in diesem Format. Ha, Sie hätten jetzt fast schon aufgeschrien zu Hause vor Freude, aber nein. Die Horst J. Gonzales Show geht natürlich weiter, aber ab September im neuen Format. Wir müssen uns sozusagen aufpimpen, und deswegen haben wir jetzt auch hier zum Thema Pimp My Horse. Und wie Sie sehen, habe ich mich schon in elegante Schale geworfen. Es war 11:05, aber jetzt geht's gleich los hier. Wie gesagt, September, alles neues, schönes Format. Wir haben auch passend zur Sendung haben wir einen Gast heute Abend hier. Und zwar hat er ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Pimp My City. Was das genau ist, das wird er uns gleich noch ausführlich erzählen. Wir begrüßen heute Abend Sammy Schneider von Pimp My City. Hey. Hallo Sam. Hallo. Wir sehen uns später noch. Alles wunderbar. Klar. Gut, gehen wir jetzt erstmal weiter im Text hier heute Abend hier in der Pimp My Horse Show. Ich habe mir mal bei Wikipedia rausgesucht, da muss ich jetzt mal hier kurz ein wenig am Computer hier rumspielen, eine Erklärung, was denn überhaupt ein Pimp ist. Und das war schon mal hier recht nett. Da steht nämlich, ein Pimp ist auf übersetzt, eigentlich die eigentliche Bedeutung heißt Zuhälter. Und der Pimp, jetzt, das können Sie sich gerne mitschreiben, meine Damen und Herren, der Pimp nutzt seine finanzielle Unabhängigkeit zur egozentrischen Stilisierung seiner Person in Kleidung, Manieren und Freizeitvergnügungen und verfolgt eine Ästhetisierung sämtlicher Lebensbereiche. Kann man mal wieder darüber nachdenken. Wie gesagt, nachlesen können Sie es bei Wikipedia oder auch, und ich darf mich kurz meiner Pimp-Brille entledigen, www.horstjgonzales.de, da haben wir dann auch noch einen schönen Bericht zum Thema Pimp drauf. Da können Sie dann auch gerne nochmal nachgucken. So, meine Damen und Herren, jetzt geht es ja auch gleich weiter mit der Sendung, wie sie denn auch hier überhaupt so zu sein hat. Ich musste da nur kurz am Computer ein bisschen was rumspielen. Sie merken, ja, wir sind kein Funken professioneller geworden hier. So, richtig, jetzt haben wir geklärt. Mein schlauer Zettel, da muss ich immer mal drauf schauen. Weil wir haben so gerichtliche Auflagen bekommen, dass ich jetzt immer auf den Zettel gucken muss, weil sonst verzettelt man sich. So, also hier steht unter Punkt 6 Moderation. Dann muss ich mir jetzt wieder was aus den Fingern saugen. Also, meine Damen und Herren, es gibt ja verschiedene Pimps, verschiedene Zuhälter. Ich bin nur einer, ich bin einer Bewährung, nee, wie heißt das? Auf Probe, ne? Ja, ein Zuhälter auf Probe. Was ich nachher zuhalte, werde ich Ihnen nachher erzählen. Jetzt haben wir erstmal hier ein paar Zuhälter, die die Nation begeistern. Und zwar habe ich da jetzt hier schön, können wir auf dem großen Bildschirm, haben wir hier schon mal einen, den größten Zuhälter der Nation, meine Damen und Herren. Sie werden ihn erkannt haben, Dieter Bohlen. Der ist nämlich jetzt schön dabei, hier wieder ordentlich Sachen zuzuhalten, nämlich hier Mark Medlock zum Beispiel. Die haben es vor, zusammen Modern Talking zu reanimieren. Sie wollen zusammen Modern Talking machen. Hat niemand verlangt, macht er trotzdem. So, jetzt hat er ja seine neue Nora bekommen.
So, als nächstes haben wir hier fast passend zum Thema Matlock noch so einen Type, so einen durchgeknallten Typen. Das ist der Bruce Dunnell, der übrigens auch mein MySpace-Freund ist. MySpace ist eine super Sache, da können sich auch verschiedene Pimps zusammentun und sagen, hey, jo, schick mal die eine rüber und ich gebe dir die andere. So, also wie gesagt, Bruce Dunnell, da bin ich sehr froh drüber, ist auch mein MySpace-Freund. Er kennt mich zwar nicht, aber unsere Internet-Browser haben sie schon mal Bekanntschaft miteinander gemacht. Bruce Dunnell war ja bei Germany's Next Topmodel dabei, falls Sie es nicht gesehen haben. Es war nicht interessant, es waren ein paar hübsche Mädchen dabei. Er weiß halt, wie man die Mädchen zu schicken hat. Deswegen ist der Bruce Dunnell ein Zuhälter des Monats August, meine Damen und Herren. Übrigens, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das sind 15 cm. Ich habe es zu Hause nachgemessen. So, meine Damen und Herren, und jetzt haben wir hier unseren Oberzuhälter des Monats August. Ist übrigens auch mein Zuhälter, das darf ich jetzt mal kurz sagen. Er hat ein wenig über den Kiez zu wachen und ich darf ja in seinem Theater die Tresenshow machen, die jeden Donnerstag stattfindet und auch die Karaoke-Show jeden Freitag. Wir müssen ein bisschen Werbung machen, steht auch hier drauf. So, auf jeden Fall ist Con Littmann, er ist ja auch Präsident vom St. Pauli, also er ist ein Kiezkönig, kann man sagen. Deswegen hat er hier auch in diesem schönen, schmeichelnden Bild eine Krone auf seinem Fußball und sitzt da vorne im Schmidt-Theater. Hat auch ein bisschen Bling an den Fingern, das habe ich nicht. Ich bin blinglos. Mein Bling befindet sich in Regionen meines Körpers, die zu dieser Zeit nicht gesendet werden dürfen und schon gar nicht auf dem Familiensender Tide. So, und als letzten Pimp haben wir hier noch einen Hämpfling, meine Damen und Herren, so ein schmächtiges Hemd. Hier Arnold Schwarzenegger, der sich von diesem Hanswurst oder wie man in Amerika sagt, Jack Sausage, raufgearbeitet hat zu einem hohen Tier der Politik. Hier sehen Sie ihn auf seinem Weg. Ja, klarer Blick nach vorn, wie es in der Politik üblich ist. Er will ja Präsident werden von den USA, darf es aber nicht, weil er nicht in den USA geboren wurde. Und das ist eine Bedingung, dass man Präsident wird in den USA, dass man da geboren sein muss. Er kommt ja bekanntlich aus Österreich, hat seinen Akzent auch noch nicht ganz abgelegt. Mein Lieblingszitat von Arnold Schwarzenegger ist von der Oscarverleihung 2004, glaube ich. 98? Ah, danke schön. Von 1998, wo ja Titanic riesen 13 Oscars abgeräumt hat. Und er hat den Film vorgestellt und hat gesagt, weil James Cameron ist ja der Direktor gewesen davon, der Regisseur. Und er hat ja auch zusammen mit Arnold Schwarzenegger zusammengearbeitet. Und mein Lieblingszitat von Arnold Schwarzenegger ist: I did three good films with my good friend James Cameron. Terminator, Terminator, Two and True Lies. So viel also zu den Pimps des Monats August. Es waren ja einige hochkarätige Männer dabei. Und einen weiteren hochkarätigen Mann haben Sie bislang wahrscheinlich schon vermisst hier in dieser August-Ausgabe der Horst Gonzalez Show. Es ist unser Entertainment-Azubi, den wir alle ins Herz geschlossen haben. Meine Damen und Herren, zu Hause auf der Couch. Jetzt mal eben kurz die billigen Aldi-Flips weglegen und applaudieren für Kobayashi McTapas. Kobayashi? Ja, hallo Horst. Das wäre jetzt sein Stichwort. Was? Hallo Horst, hörst du mich? Ah, Horst? Hast dich verkrümelt, ja, wa? Ja, ich... Willst du der Kobayashi entgegen? Genau, ich habe mich verkrümelt. Bin heute auf Hamburgs Straßen unterwegs. Und was machst du da genau? Ich gucke mir heute eine Parade an. Mhm. Und zwar den Christopher Street Day ist das, glaube ich. Also... den Christopher selbst habe ich noch nicht gesehen, aber... Der Christopher Street Day. Ja, genau. Weißt du aber schon, was das ist, ne? Das ist so eine Demonstration hier. Als Mann. Ist das, ne? Ich fahre nachher auch noch auf dem Wagen mit. Ach, ja. Du bist auf dem Wagen dabei? Ja, ganz genau, auf dem Wagen. Ja. Willst du ordentlich mit Party machen, wa? Chance. Wenn ich mal die Chance habe, aus dem Studio rauszukommen, muss ich die auch nutzen. Bei dir ist ja nichts mit Party. Ja, nee, ich wollte nur mal klären, ob du genau weißt, was das ist, weil ich glaube, jetzt gerade zu Hause vor dem Bildschirm werden Millionen von Frauen ihre Kobayashi-Poster von der Wand reißen, weil sie denken, scheiße. Aber, oh! Ach, du meinst, weil hier so viele halbnackte ist, Männer rumlaufen? Der ist für mich gestorben. Ne? Wollte ich nur mal... Also die halbnackten Männer, die stören mich nicht so. Es gibt auch ein paar Frauen hier. Ne? Also man glaubt das kaum. Gut. Ja, dann lass dich aber bitte nicht von fremden Männern ansprechen. Nein. Oder gerade. Ich bin vorsichtig, Horst. Also. Ja, nö. Viel Spaß, Kobayashi. Ja, danke schön. Schade, weil die ist schon kalt geworden hier, aber. Ich melde mich da nachher nochmal bei Spaß. Dir. Ja, ne? Wir sehen uns später. Ich melde mich nochmal, wenn wir unterwegs sind. Ne? Ja, komm. Ja. Ach, ich muss hier weiter. Ja, danke.
Wir sehen uns nachher ja, noch. Ne? Jawohl, tschüss. Kobayashi. So. So, macht er sich also ein Feinlenz, meine Damen und Herren, der Kobayashi McTapas, das ist ja schön. Ich brutzel hier in der Studiohitze in diesem 100% Polyestermantel und er macht sich dann Feinlenz mit allerlei warmen Menschen. So, ja, wir gehen weiter im Programm, meine Damen und Herren, dann überschreiten wir einfach den Kobayashi McTapas, lassen wir ihn ein warmen Bruder sein, den Kobayashi, und wir... Wir werden jetzt unseren Gast hier ins Studio holen, den wir Ihnen am Anfang der Show schon vorgestellt haben. Und er wird uns sein Projekt vorstellen. Und da reden wir jetzt noch drüber. Meine Damen und Herren, großen Applaus bitte für Sammy Schneider. Hallo Sam. Hi. Hi. Na? Guten Tag. Heiß oder? Ja, geht? Doch, geht. Gut. Geht. Man gewöhnt sich dran. Setz dich doch bitte. Danke. So. Sam, yes. Nicht, dass du jetzt denkst, hier gibt es generell wenig Applaus. Wir haben leider noch kein Publikum. Das muss sich immer noch ein bisschen generieren. Wir brauchen noch eine richtige, schöne, große Tribüne, damit die ganzen Anfragen auch adäquat Platz haben. Sonst muss man da Auftritte verlosen. Deswegen habe ich nur geklatscht. Aber kein Problem, zu Hause, das kriegen wir hin. Wenn nicht, rufst du mich mal an, dann bringe ich mal ein paar mit. Ja? Ja. Ah, du bist auch ein Pimp, also du hast so ein paar am Start, die du hier verkaufen könntest. Tja, was für ein Sender ist es jetzt hier? Ja, Tide ist das. 22 Uhr. Können wir darüber offen reden, ja? Ja? Ja. Okay, du kannst alles sagen, was dir jetzt auf der Leber liegt. Ich schreibe dir eine Mail. Okay, gut, und das werden wir vorsortieren und dann werden wir mal gucken. Nee, Sam, du bist ja hier, weil du ein Projekt ins Leben gerufen hast. Ja. Das heißt Pimp My City. Yes, Pimp My City, genau, ja. Ich habe in Wilhelmsburg einen Film gedreht, das nennt sich Pimp My City, das Projekt. Mhm. Ja. Und was genau verbirgt sich dahinter? Meine Intention war, dass man Städte pimpen kann. Es kam dieser Begriff Pimp auf, man konnte Pizzas pimpen, heute kann man sogar einen Horst pimpen. Mhm. Warum nicht Städte pimpen? Und dann bin ich in Wilhelmsburg rumgezogen und habe junge Menschen befragt, weil ich rausbekommen habe, Pimp versteht doch nicht jeder. Deswegen habe ich ja die Wikipedia sehr gut, Eintrag, die habe ich auch mir mal reingezogen. Genau. Ich habe es zwar immer noch nicht verstanden, aber nee. Schicke ich dir nochmal eine zweite Mail dann oder gut. So. Ja, das heißt ja aufmotzen, tunen, sowas. Ne? Mhm. Und junge Menschen verstehen den Begriff und deswegen bin ich rumgezogen durch Wilhelmsburg und habe junge Menschen befragt, was sie für Ideen haben, Wilhelmsburg zu pimpen. Genau. Und einen kleinen Ausschnitt, meine Damen und Herren, aus dem Film hat der Sammy schon mitgebracht und da gucken wir mal ganz kurz rein, ne? Damit wir schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was da abgeht. Gerne, ja. Ne? Gut, viel Spaß. Was machen wir jetzt? Pimpen. Pimpen. Was machen wir jetzt? Pimpen. Wir pimpen Wilhelmsburg. Auf pimpen. Yeah. Pimpen, aber pimpen. Yeah! Pimpen, pimpen! Ja, so richtig Raubbau, ne? Also Spaß, ja. Ich habe Stifte und dann könnte man, so wie ich die Zeichnung gemacht habe, ihr könnt es noch viel besser, ihr könnt dann richtig die Sachen einzeichnen, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt es auch thematisch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt dann einzeichnen, wie ihr euch das vorstellt. Mit den großen Blauen dürft ihr Orte in Wilhelmsburg bekleben, wo ihr sagt, da muss gepimpt werden. Ich glaube, wer wohnt das? Ich glaube so. Bitte pimpt unser Schwimmbad! Pimp my beach! Please pimp my middle corner! Ja, das ist ja ein ganz netter Beitrag gewesen, Sammy. Und aber die Leute haben die Möglichkeit, das nochmal zu sehen in der ganzen Länge. Ja, jetzt 11. am Samstag in Kirchdorf Süd und dann 15. September im alten Ethika bei der Krögerplatz. Ach guck. Ja, die ganzen Termine können Sie natürlich auf unserer Homepage www.horstjgonzalez.de nachsehen oder auch natürlich auf eurer Homepage, die da lautet www.pimpmycity.de. Ist ja naheliegend, ne? So, oh. Ja, hallo Horst, hörst du mich? Ah, Kobayashi. Ja. Ja, ich bin's. Entschuldige, Sam, ich muss kurz unterbrechen. Das ist ein bisschen unhöflich von dir. Ich war gerade mitten im Gespräch. Das tut mir leid, Horst, wenn ich dich gerade störe. Aber ich wollte mich noch mal... Ja, aber wie ich sehe, bist du schon mitten im Getümmel. Genau, ich bin mitten im Getümmel und ich wollte dir noch mal so ein paar Eindrücke vermitteln, wie es ja, hier gut, jetzt dann wirklich leg abgeht. Los. Ja, also wir sind jetzt in der Mönckebergstraße. Der Zug ist für ein paar Minuten zum Halten gekommen. Wie du siehst, die Stimmung auf unserem Wagen, kann ich sagen, denn da sind wir mitgefahren, ist großartig. Das ist der Wagen vom Schmitz-Tivoli und der Wunderbar. Ja, wir feiern hier eine richtig geile Party. Ich habe auch schon ein paar Geschenke bekommen. Warte, ich zeig dir das mal. Hier zum, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ich werde es rauskriegen. Vielleicht kannst du mir das ja zeigen beim nächsten Mal in der Sendung. Ja, wir werden jetzt noch mal gucken,
wie es den Leuten, die nicht so direkt beteiligt sind, denn gefällt. Ich habe hier gerade schon zwei gesehen, die lehnen hier ganz lässig am Pfeiler. Fragen wir mal, hallo, wie gefällt euch denn diese Veranstaltung? Super! Schön hier. Schön? Würdet ihr auch mal auf dem Wagen mitfahren? Ja, warum nicht? Zufällig hier oder? Zufällig, ja. Kurzurlaub hier. Wochenendtrip. Kurzurlaub in Hamburg. Wo kommt ihr her? Aus Goslar. Goslar, gibt es da auch einen CSD? Nein. Das ich wüsste, ja. Die Szene ist zu klein, ne? Kann man sagen. Ja, genau. Ja. Darum kommen wir ja hierher. Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Danke. Hallo, ihr beiden Hübschen. Na, ihr habt euch aber schön versorgt hier. Wie alt ist denn das Kleine? Ein halbes Jahr, also noch nicht ganz ein halbes Jahr. Ich war bei der Geburt dabei. Nein. Die ist so geblutet, die Gute. Ach, igittigit. Sag mal, was machst du denn mit der Flasche da? Die gehört nicht mir. Die gehört nicht dir? Schwörst du? Ja, das will ich aber auch stark hoffen. Gefällt dir die Veranstaltung? Gut. Gefällt dir das? Ja? Ja. Schön bunt, ne? Wo sind denn deine Eltern? Da hinten. Da hinten? Aber die holen dich gleich ab, ne? Ja. Ich bin ja auch eigentlich bei denen, ich warte nur auf meine Mutter da. Ach so, okay. Na gut, dann will ich dich mal nicht stören. Ne? Und Finger weg von der Flasche. Ja, also ihr seht, auch die Gäste, die nicht direkt wussten, was auf sie zukommt, sind begeistert. Ich natürlich auch. Da ist schon der eine oder andere Prosecco ins Land gegangen. Horst, ich kann nur sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schade, dass du nicht dabei warst. Nächstes Jahr hoffentlich zusammen mit dir. Liebe Tide-Zuschauer, auch euch kann ich das nur empfehlen, ob ihr nun gleichgeschlechtlich gesinnt seid oder nicht. Genießt diese Party, es ist großartig. Ich sage Tschüss, mein Name ist Kobayashi McTappas. Ja, meine Damen und Herren, das war's von diesem Monat, für diesen Monat von Kobayashi McTappas. Nächsten Monat sitzt er, wie gesagt, wieder hier. Vielen Dank, Kobayashi, für den Beitrag vom CSD, den du hoffentlich auch noch weiterhin überleben wirst, unbeschadet. So, Sam, jetzt aber wieder zurück zu Pimp My City. Entschuldige bitte diese kurze Unterbrechung. Wie lang ist der Film genau? Also, oder in welchem Rahmen wird das überhaupt gezeigt? Ja, das müssen wir auch noch eben klären. Also der Rahmen, also Stunde ist der Film, circa lang. Rahmen ist meine Diplomarbeit. Ich studiere eigentlich Stadtplanung und habe jetzt mal einen Film gemacht, mal was ganz anderes. Muss aber noch einen schriftlichen Teil machen, das kommt dann noch. Und der Rahmen, es ist ja internationale Bauausstellung in Wilhelmsburg bzw. in Hamburg. Der streckt sich so zwischen Harburg und Hafen City. Zwischendrin liegt die schöne Elbinsel Wilhelmsburg, auf der ich auch wohne. Und die machen jetzt einen Kunst- und Kultursommer, um Wilhelmsburg ein bisschen bekannter zu machen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja also jenseits deines Programms habe ich ja auch andersweitig in Hamburg schon Projekte, so was kann man machen, um Wilhelmsburg schöner zu machen, genau, oder so. Genau, was ist Kunst, wo sind die Schätze in Wilhelmsburg, ist vielleicht der schönste Stadtteil in Hamburg. Ja, wissen die wenigsten. Wissen die wenigsten. An alle Reisenden sind nur durch. Ja, genau. Und wie lange ist das Projekt jetzt schon am Laufen? Also wie lange sitzt also du da jetzt dran? Die Idee hatte ich schon vor 2 Jahren oder so. Hat sich dann ein bisschen hingezogen, ist im Keller, hat es geschmorgelt. Und jetzt richtig mit den Dreharbeiten haben wir jetzt im Frühling angefangen. Und jetzt ist ganz relativ schnell durchgezogen. Ja, wir hatten ganz viele verschiedene Gruppen mit Jugendlichen, die wir gefilmt haben. Wo habt ihr die her? Ich habe vorher ein bisschen mit meinem Rad habe ich ein paar Runden gedreht. Achso, dann hast du sozusagen als wildfremder Mensch hast du so kleine Kinder, so wollt ihr mal mit mir, hier habt ihr Schokolade. Beziehungsweise die Trainer und so weiter. Ja, so, das hat sich so ergeben. Wilhelmsburg ist ja auch ein kleines Dorf, da kennt man dann auch ganz viele. Ne? Du bist auch gebürtiger Wilhelmsburg? Gebürtig in Frankreich. Ich bin dann in Süddeutschland aufgewachsen und bin dann fürs Studium bin ich jetzt hier in die Hanse, in die freien Hansestadt Hamburg gekommen. Und hast du eine besondere Affinität zu dem Stadtteil oder ist das jetzt einfach nur, weil du... Also ich habe erst in Blankenese gewohnt, dann St. Pauli und jetzt in Wilhelmsburg. Eigentlich, glaube ich, für die Hamburger soziale Abstieg. Ich fühle mich da wirklich am wohlsten. Ich bin da hingezogen, hat verschiedene Gründe gehabt. Die Mietpreise sind ganz günstig. Man hat ganz tolle Wohnungen, ganz große. Wir haben einen eigenen Garten. Und ich kannte auch ein paar Menschen, die da hingezogen sind. Und habe da einfach meinen größten Freiraum auf der Insel. Und das bin mit dem Fahrrad 15 Minuten durch den alten Elbtunnel mit dem Rennrad. Landungsbrücken, also es ist nicht wirklich weit weg. Hm.
Ich suche ja gerade eine neue Wohnung. Übrigens, falls Sie ein Wohnungsangebot haben, meinen Damen und Herren, gerne schicken an die Show. Gucke ich mal in Wilhelmsburg. Ich schicke dir eine Mail. Ja, genau. Und dieses Projekt, wie gesagt, jetzt am 11. können wir es nochmal sehen, am 15. Und damit kannst du, das ist Teil deiner Diplomarbeit. Ist Teil meiner Diplomarbeit, richtig, ja. Ein schönes Projekt. Ja. Yeah. Bitte unterstützen Sie das, ne? Gucken Sie den Film. Ansonsten, ja, im Internet kann man dann ja alle Informationen weiter dann auch sehen. Genau. Den Film als solchen, stellt ihr den auch rein oder ist das so? Nö, da muss man dann schon auf eine Veranstaltung kommen. Aber es wird bestimmt noch mehr Veranstaltungen geben. Das werde ich dann im Internet auf jeden Fall veröffentlichen. Wunderbar. Wie gesagt, das ist sehr interessant und schauen Sie sich das bitte an, meine Damen und Herren. Für Hamburg, für die Zukunft, für die Jugend. Das? Ich kann dir da mal, ich habe da so in Miniaturform, ja? Kann ich dir vielleicht mal zeigen. Kann die Kamera das so einfangen? Das? Genau, guck mal, was ich hier noch für dich habe. Mhm. Ich wollte dich ja noch pimpen hier. Ah, ein Geschenk. Ein Geschenk. Du bist der erste Gast, der mir ein Geschenk mitbringt. Ja? Ist, oh, nein. Ich bin zu Tränen gerührt. Und zwar ist das hier eine Medaille und das ist eine Winner, auf jeden Fall eine Winner-Medaille. Mhm. Und wenn du die anziehst, bist du Tag für Tag ein Winner. Ah. Darf ich dir die ummachen? Oder? Oh, gerne. Sehr gerne. Ich würde mich geehrt fühlen. Guck mal, das passt ja auch farblich zu deinem grünen Hemd. Jetzt habe ich, endlich Bling, meine Damen. Ja. Hey. So, und hiermit bist du gepinnt. So schnell geht das. Vielen Dank. Jetzt bin ich auch in der Städteplanung ganz weit vorne. Ich bin jetzt das Wilhelmsburg der Moderatoren, kann man sagen. Genau. Wo ist denn das da? Schönes Bling. Ich wollte dir noch ganz kurz erklären hier, wie ich gepimpt habe. Ja. Also wir stellen uns vor, Wilhelmsburg. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad hier rumgefahren, habe Jugendliche angesprochen und habe sie gefragt, ob sie nicht Wilhelmsburg pimpen wollen. Mhm. Und dann habe ich ihnen Sticker, Aufkleber gegeben, ungefähr so. Und wenn sie gesagt haben, irgendwas pimpen, irgendwas müssen wir pimpen, dann haben sie den Aufkleber da irgendwo aufgebracht. Und dann sind wir mit der Pimp vorgekommen. Das war die Plexiglasscheibe. Ja. Ich nehme jetzt mal einfach das, ich habe nichts anderes. Dann haben wir die Plexiglasplatte aufgestellt. Die haben zum Beispiel gesagt, Sportplatz. Hier hinten ist der Sportplatz. Mhm. Haben wir die Plexiglasplatte aufgestellt. Und die Kids haben mit Stiften auf die Plexiglasscheibe gemalt, wie hinten dran der Sportplatz auszusehen hat. Das heißt also für die Zuschauer, also vor mir würde jetzt eine Plexiglasscheibe stehen. Und dann würde jemand kommen und auf diese Plexiglasscheibe zum Beispiel ein Schnurrbart malen. Und dann wäre ich gepimpt, in deinem Sinne. Ganz genau. Und das haben wir dann gemacht, so die Plexiglasscheibe vor ein Haus. Ja. Und dann so, wie man das schöner machen kann. Richtig. Wie gesagt, ein schönes Projekt, meine Damen und Herren. Am 11.8. bitte, nach wohin? Wilhelmsburg. Wilhelmsburg. Am 11. ist es in Kirchdorf im Jugendzentrum, in Kirchdorf Süd. Kirchdorf Süd im Jugendzentrum. Mhm. Ne? Schnell hin. So, meine Damen, also wie gesagt, Sam, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin, auch mit der Diplomarbeit. Danke. Und auch mit dem Projekt, wie gesagt, sehr unterstützen wird. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war es auch fast schon für die Horst J. Gonzalez Show. Eine Rubrik haben Sie vermisst, ganz zu Recht, und zwar Horst J. unterwegs. Und bis ich dieses Outfit gefunden habe, ist eine Menge Zeit vergangen, eine Menge Zeit ins Land gestrichen. Ich war natürlich unterwegs und habe mich, bevor ich deine Siegerplakette bekommen habe, habe ich versucht, mich selbst zu pimpen, meine Damen und Herren. Also, ich war dabei, Pimp My Horst ins Leben zu rufen und das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Pimp My Horse. Wir haben uns heute wieder jemanden ausgesucht, der eine klare Stil-6 ist. Aber heute werden wir ihn definitiv aufpumpen. Wir haben heute den Horst und der Horst, der braucht dringend eine Aufgepimpe. Hallo Horst! Hallo! Sie sehen, der Horst, der braucht dringend mehr Selbstbewusstsein. Und mehr Selbstbewusstsein bekommt man, wenn man aufgepimpt ist. Hä? Crazy Dude! Los, lass uns reingehen. Herzlich willkommen hier im Kleidermarkt, hier in der Holstenstraße in Hamburg. Und hier ist ein großes Sammelsurium an Aufgepimpe.
Booyaka Jazz. Wir suchen dem Horst jetzt 5 tolle Outfits und ihr dürft gleich wählen, welches das Gesieger-Outfit ist. Ich will nicht. Outfit Nummer 1. Und Horst, freust du dich? Ich will nach Hause. Jetzt für den sportlichen Horst. Nee, mehr Farbe. Yeah. Ich präsentiere Outfit Nummer 2. In Zeiten von globalen Krisen braucht der Horst den Military Look. Ah. So, Horst, ich habe alle 5 Outfits für dich. Yeah. Hier, geh in die Umkleide. So, da sind wir mal bannig gespannt, wie das aussieht so am Körper vom Horst, wa? Also an der Stange war es besser. Ja, schon besser. Hm? So, meine Damen und Herren, das war's vom Horst aus dem Kleidermarkt. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Instruktionen vom Horst aus dem Studio. Ich gebe zurück. Tschüss. Das war der Beitrag Pimp My Horse aus der Rubrik Horse unterwegs. Die verschiedenen Outfits, die ich da anhatte, können Sie übrigens nochmal im Internet nachgucken und sich da eins aussuchen. Da können Sie mir dann, wie gesagt, auf der Internetseite ist das alles erklärt. Da schreiben Sie mir dann eine kurze Nachricht, welches Outfit Ihnen am besten gefallen hat. Und dann werde ich eine der nächsten Sendungen in diesem Outfit moderieren. Und ich hoffe, Sie nehmen nicht das letzte Outfit. Danke. So, das war's für heute von uns. Ich sage nochmal Danke an Sammy. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, nochmal viel Erfolg fürs Projekt. Pimp My City. Genau, Pimp My City. Und mich hat er ja schon aufgepimpt, weil eingangs haben wir erwähnt, wir müssen hier die Show nach vorne bringen. Wir müssen hier sie aufpimpen. Und deswegen wird sie ab September im neuen Glanz erstrahlen, meine Damen und Herren. Die Show im September wird nämlich ganz im Sinne der nächsten Staffel sein. Wir haben hier heute, setzen wir einen Schlussstrich. Eine Staffel ist vorbei und wie man jetzt Fernsehdeutsch so schön sagt, beginnt die nächste Staffel. Unsere Seasons sind halt etwas kürzer, aber unsere DVD-Boxen sind dafür auch kleiner und billiger. Und, naja. Und deswegen wird ab September die zweite Staffel im neuen Glanz, im neuen Format. Da können Sie jetzt schon mal drauf gespannt sein, was da alles Neues auf Sie zukommt. Die Veränderungen werden minimal sein. Also, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis September. Tschüss. Und da ist Herr Kobayashi auch wieder dabei. Der sagt dann auch wieder Tschüss. Also, tschüss.